herzlich willkommen hier zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Ja, wundert euch nicht, warum ich jetzt so schaue. Meine Augen tränen die ganze Zeit, die brennen auch übelst. Das Video kommt heute auch relativ spät, denn ich habe momentan, also eigentlich nur die Woche, sehr viel um die Ohren, da ich momentan überbetriebliche Ausbildung habe und das einfach sehr viel Stoff ist und ich morgen praktische Prüfung habe, übermorgen dann Theorieprüfung und so weiter und da muss ich halt viele Seiten auswendig lernen und so weiter. ihr merkt schon, meine Konzentration ist jetzt nicht mehr ganz so gut. Ich bin wann war das heute früh? Um 7 circa habe ich das Haus verlassen, um 7 Uhr früh. Und jetzt um 5:30 oder sowas kam ich wieder. Ja, von daher, darüber wollen wir uns jetzt gar nicht weiter groß unterhalten. Ihr sollt euch auf jeden Fall bloß nicht wundern, warum das Video so spät online kommt und weil ich vielleicht manchmal Tränen in den Augen habe oder so. Ja, die brennen halt einfach extrem. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an mit der Real Life Story. Die Real Life Story passierte vor circa 6 Jahren. Und zwar wieder unten am Pfaffenteich, wo sonst. Ich habe mir, als ich in einem Alter von circa 11 Jahren war, habe ich mir ein Motorboot gekauft, ein ferngesteuertes, weil ich das einfach schon immer haben wollte. Ich habe mir kurz davor auch ein ferngesteuertes Flugzeug gekauft. Das hat mir mega viel Spaß gemacht zu fliegen und so weiter. Und das habe ich sogar immer noch da irgendwo oben liegen. Naja, auf jeden Fall wollte ich dann ein Motorboot haben. Wie gesagt, der Pfaffenteich ist nicht weit von uns. Und dort kann man natürlich mit so einem kleinen Motorboot mal ordentlich eine Runde brausen. Gut, ich war damals, wie gesagt, so circa 11 Jahre. Und das Motorboot, das ich haben wollte, ich wollte extra nicht so ein komplett billiges, sondern ich wollte schon, wenn ein gescheites. Das war dann von Carrera und hat 150 Euro gekostet, was für mich damals extremst viel Geld war. Ich meine, es ist immer noch viel Geld, aber ich meine, man kann es natürlich nicht vergleichen. So als Elfjähriger, ich hatte ja überhaupt keinen Überblick so über meine Finanzen und wenn ich mal 5 Euro Taschengeld hatte oder 10 Euro, dann war das schon viel. Und deshalb so 150 Euro, das war dann ungefähr ein komplettes Weihnachtsfest oder sowas. Und ja, das hat dann schon Überwindung gekostet, die erstmal auszugeben. Meine Eltern musste ich natürlich auch erstmal davon überzeugen und überreden, aber ich meine, so ein Carrera-Boot, da bin ich draußen an der Luft und so weiter. Meine Eltern haben dann letztendlich ja gesagt. Dieses Carrera-Boot habe ich sogar hier, das habe ich gefunden, das ist halt mega eingestaubt jetzt. Das geht leider nicht mehr, aber so sieht das ganze Boot aus. Ist so ungefähr 55 cm groß, glaube ich. Ja. Steht halt einfach Carrera RC drauf. Wie auf diesen ganzen Rennbahnen auch von Carrera. Und ja, es war auf jeden Fall mega geil. Und ich habe mich extrem gefreut, als es ankam. Gut, ich habe natürlich dann erstmal den Akku geladen. Stimmt, ein Akku ist da drinnen. Und dann habe ich meinen Dad halt gefragt, wie lange ich damit rumfahren kann. Der hat mir dann halt so ein bisschen aus der Gebrauchsanweisung vorgelesen. Und dort stand dann, irgendwie stand schon was drinnen, keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal 2 Stunden Fahrzeit am Stück, bis der Akku wieder aufgeladen werden muss. Also maximal kann man 2 Stunden mit rumfahren, dann sollte man den Akku wieder aufladen, weil er sonst die nächsten paar Minuten ausgeht. Naja gut, und ich wollte das natürlich gleich ausprobieren, habe den Akku geladen und bin dann runter zum Pfaffenteich. Dort habe ich dann mein Motorboot gestartet und habe dann ein paar Runden gedreht. Das hat so viel Spaß gemacht, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Spaß mir das gemacht hat. Und dann ist auch die Zeit vergangen. Und ich meine, ich habe das erst nur so 2 Meter vor mir rumfahren lassen. Das hatte ungefähr einen Funk von vielleicht, ich glaube, 35 Meter oder 40 Meter standen drinnen, also schon ordentlich. Und dann bin ich auch mal weiter rausgefahren, kam dann wieder zurück, bin wieder weiter rausgefahren. Ich bin meistens so 8er gefahren und so. Es hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht, weil man konnte halt auch ewig weit nach rechts, ewig weit nach links. Und ich meine, es ist halt ein Teich und dort konnte man das Ganze sehr gut ausprobieren.
Ja, dann verging die Zeit wie im Nu und die 2 Stunden kamen immer näher. So, jetzt habe ich mir Folgendes gedacht. Es waren 2 Stunden um und ich habe mir gedacht, oha, das werde ja immer noch. Na, mal schauen, ob die Hersteller ihr Wort halten. Also bin ich rumgefahren, weiter. 2,25 Stunden vergingen und es lief immer noch. Dann habe ich mir gedacht, boah, das ist ja mega cool, das Teil. Das hält länger, als was in der Gebrauchsanweisung steht. Ich meine, ja, damals war ich halt noch ziemlich blauäugig. Heißt das blauäugig? Ziemlich grün hinter die Ohren. auf jeden Fall, ja, habe ich halt damals noch nicht so wirklich drüber nachgedacht. Und habe dann das Motorboot noch ein paar Runden drehen lassen. 2,5 Stunden waren dann auch schnell vorbei und das Motorboot ging immer noch. Ich habe mich halt gefreut und wollte schauen, wie lange es aushält. Ja gut, das Problem war jetzt nur, nach so gut 2,5 Stunden, ich war gerade wieder beim Rausfahren, das Motorboot ist jetzt so ungefähr 30 Meter von mir weg und auf einmal passiert nichts mehr. Es geht nichts mehr, überhaupt nichts mehr. Akku leer. Übelst geil. 30 Meter von mir entfernt und keine Möglichkeit, dort ranzukommen. Ich hatte an dem Tag eine Badehose an und drunter hatte ich eine Boxershort, das weiß ich noch. Weil ich mich davor irgendwie, entweder war ich im Pool bei meinen Nachbarn oder ich habe mich gesonnt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich damals nur eine Badehose an und drunter eine Boxershort. Ich hatte nicht vor, ins Wasser zu gehen, aber ich habe mir so gedacht, so, nein, jetzt ist dein 150 Euro teures Boot weg, das kannst du einfach nicht zulassen. Das geht nicht. Ich meine, ich habe es einen Tag erst gehabt und auf einmal bleibt es, ich sag jetzt mal, mitten im Teich. Für mich kam es so vor, es waren halt 30 Meter ungefähr und auf einmal bleibt es da drüben stehen. Und ich muss das jetzt irgendwie wieder bekommen. Ich habe kein Boot hier, also kein richtiges Schlauchboot, mit dem ich hinfahren könnte. Und Hilfe zu holen, das würde jetzt viel zu lange dauern. Und es war auch keiner in der Nähe. Und da habe ich mir gedacht, ey, ich muss das jetzt da rausholen. Was habe ich also gemacht? Habe noch meine Schuhe ausgezogen und bin dann mit Boxershort, mit Badehose in den Teich rein. Und der Teich, der ist so dreckig. Ich bin also in diese ekelhafte Dreckbrühe rein, das war mir aber in dem Moment scheißegal, bin diese 30 Meter zu dem Boot hingeschwommen und habe dann das Boot halt wieder rausgeholt. Ja, auf dem Weg dorthin habe ich mich dann noch an irgendwelche Seepflanzen, also halt Pflanzen, die im Teich waren, verheddert. Da hatte ich dann auch mal kurz Schiss, dass ich hier irgendwie ertrink, aber ja cool, da hat schon noch einiges gefehlt, also so einfach ertrinkt man dann nicht. Trotzdem ist es ziemlich gefährlich, also besonders wenn ihr noch sehr klein seid. Ich weiß ja nicht, wer hier alles mein Video schaut. Geht nicht einfach so in irgendwelche unbekannten Gewässer rein. Und ja, es war auf jeden Fall mega bescheuert von mir, dass ich mein Motorboot so lange auf dem Wasser halten wollte und schauen wollte, wie lange der Akku denn hält, wenn er schon länger hält, als was der Hersteller verspricht. Ja, das war auf jeden Fall eine mega dumme Aktion, macht sowas nicht und vor allen Dingen fahrt das Boot dann nicht noch 30 Meter von euch weg, weil dann kann es nämlich passieren wie bei mir, dass genau dort eben der Akku dann leer ist. Ja, das war dann auf jeden Fall ziemlich blöd gelaufen. Im Endeffekt habe ich dann mein Motorboot wiedergeholt und alles ist glatt gelaufen. Ich war dann halt extrem dreckig, ich musste dann nach Hause und musste erstmal duschen gehen, aber ich hatte mein Motorboot wieder und es ging auch noch bestimmt ein Jahr lang oder so. Bin ich dann öfter mal damit rumgefahren. Ich weiß auch gar nicht mehr, was da jetzt kaputt ist. Auf jeden Fall weiß ich nur noch, dass es kaputt ist und das vergammelt halt jetzt ein bisschen. Ja. Aber wie gesagt, das war so jetzt erstmal zu der Story. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss. Alter, sucht euch endlich ein neues Thema. Stellt nicht immer wieder uns als Problem dar.